Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Gameplay. Und ich stelle euch heute ein Game vor, was man nicht alleine spielen kann. Man braucht insgesamt zwei Leute. Und es nennt sich Do Your Copy. Und Do Your Copy ist ein Game, wo man in VR einen Banküberfall starten muss. Aber man kann es nicht alleine machen, sondern man braucht noch einen Gegenpart, der nicht in der VR-Welt ist, sondern am MacBook oder am Handy sitzt. Und ich habe die App mal runtergeladen. Ich zeige euch die mal. Starte mal kurz. Und hier ist die App von Do Your Copy. Man bekommt in VR einen Code angezeigt, wenn man das Game startet. Und das muss man dann hier in der App auch eingeben. Und dann verbinden die beiden sich über den Server. Und der Hacker kann dann dem Bankräuber helfen mit Türen öffnen, Kameras ausschalten, auch zeigen, wo sich irgendwelche Polizisten gerade befinden, Fallen befinden. Und ich habe in dem Spiel gemerkt, es ist nicht ganz realitätsnah. Ich sag mal, die Polizisten haben ein genaues Sichtfeld. Und wenn die nicht in diesem Sichtkegel sind, die der Hacker in der App sieht, dann können die Polizisten einen auch nicht sehen. Das heißt, wenn man denkt, oh, eigentlich müsste derjenige mich ja jetzt sehen, sehen die einen nicht. Ist ein bisschen realitätsfremd, sage ich mal, aber macht auch Sinn, weil ansonsten könnte der Hacker uns nicht genaue Anweisungen geben, wann man vorbei huschen kann und wann nicht. Also es ist natürlich dem Gameplay auch so ein bisschen geschuldet. Es gab jetzt ein Update 1.5.1.1, glaube ich, und die haben da sehr viel eingebaut. Wir hatten außer im Tutorial jetzt keine großen Probleme mit Abbrüchen. Im Tutorial hatten wir ständig bei einem Fehler immer wieder einen Abbruch und konnten dann auch von neu beginnen. Das hatten wir jetzt im Gameplay, im normalen Gameplay nicht. Es gibt, glaube ich, 8 Chapter, die man durchspielen kann. Und das Game ist aktuell für 5 Euro irgendwas. Ich gucke jetzt mal kurz rüber mit euch. 5,82 Euro ist es im Angebot, 46% runtergesetzt. Die Handy-App und die MacBook-App gibt es umsonst. Also da braucht ihr keine Angst haben, dass da nochmal Kosten auf euch zukommen. Und jetzt eigentlich war geplant, dass der Chris das Spiel aufnimmt, was er da gesehen hat. Und wir euch das auch gleichzeitig einblenden. Ist nach einer Minute bei ihm abgebrochen. Wir haben es auch nochmal versucht, aber es hat irgendwie nicht geklappt. Immer ist die Aufnahme von dem Handy dann abgebrochen. Von daher müssen wir es jetzt ohne machen. Wäre lustiger gewesen, wenn ihr dann auch wirklich seht, was der Chris sieht. Aber gut, müssen wir jetzt erstmal ab ACTA legen, sage ich mal. Aber ihr seht auf jeden Fall hier, was der Hacker sieht. Und dementsprechend kann der auch sagen, okay, hier sehen wir auch die Sichtkegel von den Kameras, von den Polizisten. Und dementsprechend kann der dem auch ganz genau sagen, so, da ist jetzt frei oder ist nicht frei und kann einem so helfen. Hier haben wir auch Laserfallen, die der dann auch sieht. Es sind ein paar Rätsel dabei, wo man wirklich auch miteinander interagieren muss und kommunizieren muss. Und Do Your Copy, ne, heißt ja so viel wie, hast du mich verstanden, glaube ich. Auf jeden Fall, da kommen schon mal lustige Szenen zusammen, wo der eine denkt, ja, ich kann ja jetzt, weil er gesagt hat, geh. Und dann, ab und zu bleibt man dann auch irgendwie hängen oder ist zu schnell. Dann, dann kommen so Sachen zusammen, dass der Polizist einen dann sieht oder die Kamera dann einen sieht, weil der Hacker noch nicht im richtigen Zeitpunkt ausgeschaltet hat, sowas halt. Aber ich fand es jetzt echt interessant, ist mal was anderes. Und für 5 Euro, ist auch nicht so viel, meiner Meinung nach. Bei unserem Test aktuell mit der 1.5er-Version hat alles reibungslos funktioniert. Wir hatten jetzt keine großen Probleme, aber schau selber einfach mal rein. Und ich würde auch gerne mal eure Meinung zum Game wissen. Könnt ihr gerne unter die Kommentare schreiben. Und nochmal ganz kurz, nochmal danke an alle Leute, die weiterhin meinem Kanal treu bleiben. Ich weiß, es ist momentan sehr, sehr wenig auf meinem Kanal los, aber aktuell privat, arbeitstechnisch ist es einfach unmöglich, den Output zu halten, den ich sonst immer hatte. Ich hoffe, ihr habt da Verständnis für und ich hoffe, es kommen auch bessere Zeiten. Von daher sehe ich mal positiv in die Zukunft, dass ich euch bald auch wieder ein bisschen mehr Output geben kann. Und jetzt erstmal viel Spaß beim Gameplay von Do You Copy. So Leute, willkommen bei Do You Copy. Chris ist auch dabei, ist in der Hacker-App. So Chris, du musst mich hier durchlotsen. Wir haben ja gestern so ein bisschen getestet, ne? Chapter 1, 2 und 3 haben wir, glaube ich, gemacht.
Und das Tutorial hat ja nicht so ganz gut geklappt. Haben wir mal Hackerabbrüche gehabt, ne, mit deiner App. Das hat noch nicht so gut funktioniert, aber die anderen Dinge haben wir gut gespielt. Genau, die gingen ohne Probleme, ne? Also Ziel ist es halt, wirklich in eine Bank einzubrechen und einen Koffer mitzunehmen. Ich bin in der VR-Welt, der Chris ist du bist jetzt am Mac, geht aber quasi auch auf dem normalen Apple iPhone oder auf Android-Handys. Da kann man die App runterladen und der ist dann quasi der Hacker und lotst uns durch. Was konntest du alles machen? Handys, Kamera ausschalten. Türen öffnen, Tresore müssen wir machen, Kabel durchschneiden. Ja, das sieht man ja alles im Video, ne? Genau. Deswegen ganzes Video gucken. So, jetzt haben wir hier unsere Sachen, die wir auf jeden Fall ins Inventar packen sollten. Und dann sehen wir nachher, für was die sind. Und hier sehen wir schon die Tür. Die kann er jetzt nicht aufmachen, bevor ich nicht drauf gedrückt habe. Genau. Da kann er machen, was er will. Ja, ich probiere mal. Nee, geht nicht. Genau, jetzt hat der Chris geöffnet. Ist da ein Polizist irgendwo? Muss ich warten? Ja, okay. Warte. Dann rechts raus. Raus, oh. raus, schnell. Das war's. Hilfe! Der kommt mir hinterher. Aha. Okay, jetzt sind wir im Kitchen. Laden wir einfach neu. Im Kitchen sind wir gewesen. So. Okay, jetzt habe ich gerade ein bisschen Probleme. Mit meinem Controller. Der dreht sich viel. Du müsstest theoretisch gleichzeitig umdrehen, wie der sich umdreht, damit er dich nicht sieht. Ne? Das ist natürlich doch genug. Ich habe gerade ein bisschen Probleme mit dem Controller. Jetzt geht's wieder. Okay. Genau, läuft gleich einfach hinter dem her. Warte, ich sagte. Und dann dreht er sich oben einmal. Jetzt kannst du raus und lauf dir mal hinterher. Der dreht sich gleich Uhrzeigersinn. Nee, der sieht dich noch nicht. Hast noch Platz. Okay, warte. Ich muss erstmal raus nochmal. Ja. Er steht jetzt da und guckt gerade. So, jetzt läuft er weiter. Jetzt läuft er wieder zur Tür runter. Okay, der kann. Wenn du jetzt ganz schnell rausläufst, könntest du es. Warte. Okay, raus. Ganz schnell. Lauf. Ja, schneller geht's nicht. Klappt. Perfekt. Okay. Hui. So, jetzt haben wir unsere Codeeingabe. Da muss ich selber einmal drücken und der Tupac muss mir jetzt blind natürlich sagen, was für Symbole auf welcher. Genau, dafür brauchen wir ein Werkzeug, ne? Genau, das war das Leuchteding. Das hier. So. Hier sehen wir natürlich irgendwelche Symbole auf den Ziffern und dann versuche ich dem Chris das jetzt mal zu erklären. Wir haben die 3, ist ein Y mit einem Strich in der Mitte. Ja. Dann haben wir die 4, das sind zwei Dreiecke ineinander. Ja. Dann haben wir die 6, das ist so ein F mit den Strichen nach unten zeigend. Ja. Und dann haben wir so ein M auf der 9, würde ich fast sagen. 4, 3, 9, 6. 4, 3, 9, 6. Genau, das hat geklappt. Und jetzt sind diese Sensoren auch aus. Genau, die sind aus. So. Jetzt müssen wir wieder schauen. Genau, wir haben zwei Kameras. Und da ist Su, da braucht man diese Karte. Okay. Das ist ja das, was wir gestern gemacht haben, genau. Genau. Wo war jetzt eine Karte? Die waren in einem Raum, okay. Wenn du jetzt rausgehst, rechts. Okay. Warte, der Polizist kommt gleich. Und wenn der vorbei ist, dann muss ich schnell raus, ne? Ja, da ist der andere an der Tür kurz. Da muss er einen Moment warten. Jetzt. Ganz weiter und dann gleich links oder rechts in den Schrank rein. Ich bin drin. Ja, den kann man dann locker hinterherlaufen, das passt. Du sagst halt so einfach locker, du bist an der App. Ich bin hier mittendrin, statt nur dabei. Okay, ganz raus. Und mich decken die dann ins Kitchen. Und gleich wieder in den nächsten Schrank rein. Okay. Perfekt. Der hat dich erwischt. Hat er mich? Oh. Okay, ja. Wir haben zum Glück haben einen guten Checkpoint. Das ist nämlich genau hier. Okay, das ist ein
Jetzt gehe ich raus, wenn der vorbei ganz, ist, ne? Ganz, ja. Warte, der andere ist gleich, der andere ist gerade an der Tür. Ja? Jetzt kannst du. Kannst auch gleich hinterher. Ja, zu spät. Ja. Zu spät. Warte. Ich hab's nicht getraut. Ja, ich bin ein Feigling. Ich muss dem Chris vertrauen. Manchmal ist es ein bisschen schwierig. Und jetzt dann kannst du Karte holen. Ja? Hol. Ja, ich mach. Genau, du gehst wieder in den oberen Schrank rein. Oh, das war knapp. Okay. Und raus. Raus. Warte. Kann ich raus? Ja. Weiter. Ich geh erstmal hier rein. Geh erstmal hier rein, genau. Das ist erstmal sicher. Und dann raus und gleich wieder links. Ich mach die Kamera dann aus. Oh, jetzt raus. So, ich muss da hinten hin, ne? Nein, links. Echt? Ich musste erst in den einen Raum da. Ach ja, war richtig. Geh mal zurück. Oh, Chris. Das war ich verkehrt. Ja, stimmt. Das war ja so. Genau. Warte, ich mach mal kurz die Musik ein bisschen leiser, weil die nervt mich gerade auch ein bisschen. So, jetzt raus. Ja. So. Jetzt kommt wieder der lustige Schaltkasten. Genau, jetzt kommt der lustige Schaltkasten. Der war für Kameras zu deaktivieren, oder? Keine Ahnung. Kannst du gerade gar nicht sagen. Ich meine schon, die Kameras waren trotzdem noch an. Ja, aber damit du überhaupt Zugriff drauf hast, glaube ich zumindest. Okay, ich habe hier drei Reihen, A3 ja, Knotenpunkte, okay, sage ich mal. Ja, jetzt musst du mir genau sagen, das haben wir nämlich gestern mit dem Bildschirm gemacht. Genau, gestern war es ein bisschen einfacher, aber jetzt machen wir es auf Hardcore. So, von links oben geht der genau in die Mitte runter. Ja, habe ich. Und von der Mitte aus geht der nach links unten. Ja. Und dann geht der von in der Mitte ganz unten nach rechts einfach nur. War richtig? So. Klar soweit? Die oberen ersten zwei werden verbunden. Okay, warte. Ja. Dann das dritte von oben mit den unteren. Das dritte von oben mit dem unteren da drunter. Okay, da muss ich zwei jetzt wegnehmen wieder. Oh, ich hoffe, das geht auch. Ne, das geht nicht. Okay, warte, dann machen wir erstmal so und dann so. Ja, und dann? Dann ganz unten in der Mitte das zu den rechten. Mitte rechts? Mitte rechts, ganz unten, genau. Hat nicht geklappt. Scheinbar. So, ich habe jetzt, aktuell ist der so, von ganz links nach einmal in die Mitte, in der ganz oberen Reihe. Ganz oben links, obere Reihe. Ja. Oben links nach Mitte, ganz oben. Ja. Und dann habe ich rechts den daneben, in der oberen Reihe, der geht einmal runter. Genau. Und dann von da aus geht einmal ein in die Mitte. Nee, in der Mitte gar nichts mehr. Wo geht denn der dritte hin? Habe ich doch gesagt, ganz unten in der Mitte nach rechts. Ganz unten in der Mitte nach rechts. Okay, dann habe ich dich falsch verstanden. Jetzt haben wir es. Ja, hat geklappt. Ich stand nämlich da. So. Jetzt musst du theoretisch dann nur geradeaus. Okay. Wo ist der Polizist? Durch. Fahr. Lauf. Fahr. Machst du aus? Ja. Yes. Warte, hier ist wieder eine Kamera. Genau, die da oben. Kannst loslaufen. Okay. So, und jetzt haben wir wieder die Laserdinger. Ah, genau. Ich stelle mich nochmal dran. So. Kannst. Okay. Muss ich mir da Werkzeug rausholen? Genau. Ein Tresor knacken. Und hier ist es jetzt einfach Ziel, ich drehe und Chris sieht dann, wann die richtige Zahl aufleuchtet, glaube ich, so war es, ne? Genau, die leuchtet dann grün. Also Uhrzeigersinn einmal. Uhrzeigersinn, okay.
Muss umgreifen. Soll ich mir mein Handgelenk kaputt? Stopp. So, jetzt gegen Uhrzeigersinn? Ja. Stopp. Und wieder gegen Uhrzeigersinn. Na komm. Ja. Open Sesame. Hackerman. So, da ist unser Koffer. Und weg damit. Ja, 10 Minuten. Wir waren sogar langsamer als gestern. Na prima. Ja gut, weil wir es blind gemacht haben. Das ist stimmt. Das ist was anderes. So, jetzt gehen wir zur Lobby. Und dann würde ich sagen, machen wir Chapter 4, den hatten wir noch nicht. Mm-mm. Also das kannten wir jetzt schon, das ist dann Chapter komplett 3. Neu mm-hmm. für uns. Ja, bin ich mal gespannt. Ich was, auch. Was da auf uns zukommt. Es soll nachher auch rotierende Laserfelder geben und so weiter, das wird dann nachher immer schwieriger. Was ist denn das? Okay, hier kommt was Neues auf jeden Fall, ich weiß noch nicht, was das ist. Okay. Okay. Kann ich die Tür aufmachen einfach? Ja, kannst du schon aufmachen. Ich gucke mich noch gerade um, wo wir hin müssen. Dahin, da gibt es einen Code. Da ist eine Schlüsselkarte. Die Schlüsselkarte brauchen wir für hier. Oh, scheint ein bisschen größer zu sein auf jeden Fall. Ja, und da gibt es auch eine Karte. Was? Ach, damit alles klar. Okay. Also, okay, wenn hier. Du dann rausgehst, müssen wir nach rechts. Du darfst aber nicht weit nach vorne laufen, weil da so ein komisches Feld ist. Chris, vor mir ist jetzt schon der Polizist und der Banktresor ist da schon. Ja, ja, da kommen wir eh noch nicht hin. Du läufst dann bitte noch nicht rechts lang. Okay, wenn der Polizist vorbeiläuft wieder, ne? Genau. Der dreht seine Runde jetzt gerade, oder? Mhm. Aber ich sehe solche Laserfelder hier, da darfst du nicht draufkommen. Da muss ich dir noch ein bisschen die Richtung ansagen. Puh. Also wenn du jetzt rausgehst, nur an der Wand lang bitte erst. Okay. Kannst du. Weiter. Stopp. Und jetzt gerade hoch. Genau. Noch ein Stück. Stopp, jetzt ein bisschen mehr in der Mitte. Geh erstmal in den Schrank gegenüber rein, weil der Polizist gleich kommt. Weil da sind 3 solche Laserfelder. Die siehst du gar nicht, ne? Nee, ich sehe nur einen normalen Teppich. Okay, da sehe ich die nur. Okay. So. Läuft der einmal komplett im Raum? Jetzt kannst du wieder raus. Jetzt läufst du ungefähr bis zur Mitte vom Raum. Ja. Stopp. Und jetzt nach oben. Ja. Weiter. Jetzt sind keine Felder mehr. Jetzt kannst du in die Tür rein. Da ist nämlich für das Code-Eingabeding das Teil versteckt. Hier sind auch keine Felder mehr, ne? Nein. Okay. Oh, jetzt läuft die Nase mitten in der Aufnahme. Allergiezeit halt, ne? Boah, das ist aber ein fieses Flimmern hier, du. Okay, jetzt muss ich auch wieder warten, ob der Polizist da ist. Dann musst du erstmal wieder in den Schrank gehen. Na, sagst du ja. Jetzt muss ich wieder bis zur Mitte. Oh. Er sieht dich nicht. Jetzt kannst du was. So, bis zur Mitte? Genau, perfekt. Runter. Ja, weiter. Jetzt kannst du in den Schrank rein. Das sind schon auch solche Alarmfallen, denke ich mal. Ja, bestimmt. Immer muss ich in den Schrank. Würde ich dann theoretisch wieder unten in die Tür erstmal rein, damit der wieder eine Runde zurücklaufen kann. Von da, wo wir kommen? Ja, wo wir gekommen sind. Mhm. Also ganz am Anfang. Ne? Ja. Wir laufen den am besten direkt hinterher, wenn der gleich kommt, ne? Nee, du könntest auch schaffen, wenn du jetzt gleich losläufst. Jetzt kannst du los. Ah, da ist Feld. Okay, war nix. Gut, hast Glück gehabt. Ja, in der Mitte das Feld bist du angekommen. Jetzt weißt du, was da passiert. Hast du da was gehört oder gemerkt? Ja, man macht dann. Na komm.
Okay. Oh. Okay. So, wo ist der Bulle? Warte, du musst jetzt wieder sagen. Da oben. Ach nee, das Ding haben wir ja jetzt. Okay, das war ein Checkpoint. Achso, haben wir das? Ja. Ah, cool. Ja, okay. Also jetzt müssen wir gleich links lang. Aber da gehst du bitte am Wand lang. Aber auch wenn der erst weg ist, ne? Genau. Wir brauchen jetzt wahrscheinlich noch eine Karte. Die Karte ist dann im nächsten Raum, da leuchtet genau die Kamera drauf. Oh, wie sollen wir das mit dem Code knacken? Das geht dann schon. Wenn der hier rumläuft. Jetzt. Bitte an der Wand lang, genau. Weiter. Ich mach die Kamera gleich aus. Jetzt. Ah, ich kann die gar nicht ausmachen. Nee, warte mal, geh mal hoch und in den Schrank gegenüber. Also geh mal bis hoch an der Wand. Andere Wand. So? Andere Seite. Ja. Genau, geh in den Schrank. Oh, da kommt der Bulle. Genau. Wo hast denn du das Tippfeld? Ist das draußen? Oder ist ja, das links, das? Links, direkt an der Tür war das. Oh, da müssen wir uns beeilen, okay. Ja, sobald er hier sich umdreht, müssen wir raus. Jetzt. Okay, bin drauf. So, wir haben auf der 2 ein F nach oben. Hab ich. 5 ein M. Hab ich. 6 ein F nach unten zeigend. Hab ich. Und dann auf der 8 so ein komisches C. 85, 26. 85, 26. Okay. Okay, geh noch mal in den Schrank. Ja. Der kommt nämlich, ne? Ach, wir können nämlich die Kamera erst ausschalten, wenn wir mit die Kabel durchgeschnitten haben. Jetzt ergibt das Sinn. Hab ich doch eben gesagt. Machen. Stimmt, ich dachte, das wäre scheißegal. Okay. Nee, wir machen da irgendwie so eine Überbrückung, dass du Zugriff hast. Mm. So. Kannst? So. Sind da Fallen drin? Oh, da ist noch ein. Da ist gleich rechts 2 Schränke. Da kannst du in den Schrank reingehen. Warte, ich sag dir. Warte. Oder du läufst hinterher. Lauf hinterher. Jetzt raus. Und gleich. Links? Links, ja. Genau, okay. Warte aber erstmal. Der läuft jetzt wieder. Da sieht er dich. Und oben müsste die Zange bei dir liegen. Ach, da liegt. Genau, in der Richtung. Ja. Warte. Jetzt kannst du holen. Perfekt. Hast du? Ja, ich habe die Zange auf jeden Fall. Jetzt. Jetzt müssen wir gucken. Sieht er mich hier? Da sieht dich da nicht. In der Ecke sieht er mich nicht? Nein. Hier denn? Sehen wir auch gleich, aber eigentlich nicht. Wie willst du das dann schaffen? Das geht gar nicht so schnell. Nee, sieht er dich nicht. Kannst du machen. Okay. Oh, jetzt haben wir wieder... Das sieht komplett anders aus. Verschiedene. Ja, das ist quasi, wir haben 4, 5, 6, 7 Felder. Die sind so im Kreis angeordnet und in der Mitte haben wir einen Punkt. Ja, habe ich. So, und da ist der von rechts oben, der geht in die Mitte. Ja. Und von der Mitte geht der nach rechts unten. Ja. Und von rechts unten geht der in die Mitte unten. Das war's? Ja. Also wie so ein umgedrehtes Set eigentlich. Genau. Hat gestimmt. So, und du musst jetzt ein Dreieck, und zwar von der Mitte aus zu den beiden äußeren Linken. Das soll ein Dreieck ergeben. Okay, also von unten von der Mitte aus zu den beiden auf der linken Seite. Ah, fuck. Gab noch keinen Alarm, okay. Nee. Ja, bei mir hat's... Nee, nicht. So. Oh, wir haben zwei rote Alarm-Dinger. Ich hoffe, das... Okay, hat geklappt. So, jetzt müssen wir... Warte, ja. Gehe ich mit dem mit, oder? Das könnte gleich klappen, ja, aber da warte auf die nächste Runde. Ja, okay. Ja, du stehst sehr nah, ja. Jetzt kannst du mit. Lauf mit denen eine Runde mit. Dann kannst du in Ruhe in der Tür raus. Der andere Bulle, haben wir noch Zeit. Okay, kann ich. Hä? Wie konnte er mich jetzt sehen? Oder war da eine Falle? Nein, da war nichts. Okay. Okay. Ja gut, wir sind ja gleich wieder hier. Oh, der hat sich aufgehangen. Ist doch gut. Richtig.
Naja. Kann ich raus? Der macht Pause. Nee, noch nicht, warte. Der andere Polizist kommt. Der macht bestimmt Pause. Da liegt, ach, da liegt auch eine Karte. Okay. Ja, ja. Die Karte können wir ja jetzt nehmen. Jetzt kann man die Kamera abschalten. Ah, da kommt er. Okay. Und raus. Kannst du abschalten? Los, schnapp. Mach weiter. Lauf. Ah, zu spät. Du bist zu langsam. Oh. Junge, mit dir einzubrechen, das wird doch nicht. Du musst bessere Anweisungen geben. Lauf. Ja. Und da fragt er noch, ist die Kamera aus? Natürlich, wenn ich Lauf sage. Kann ich raus, oder? Ja, geh raus, geh aber erst in den Schrank rein draußen. Draußen? Ja. Deswegen do you copy jetzt, ergibt das der Spielname auch Sinn. Ja. Bleibst du zu. Wenn ich sage, du kannst, ist die Kamera. Ach nee, die Karte haben wir. Karte haben wir eingesammelt. Was ist denn? Was passiert mit der. Die Tür ist von alleine aufgegangen. Aber ist das hier. Wo kommt jetzt das Kartending? Hä? Ja, ich hab dann auch genommen. Als wir erwischt wurden. Ist der weg? Ja, aber wo willst du die Karte jetzt reinschenken? Das ist das. Ich weiß, wo das ist. Wir müssen wieder dahin, wo wir eben herkamen. Da ist so ein Feld. Das ist, um diese Laserfallen auszuschalten, glaube ich. Ja, ich habe da nichts gesehen, deswegen. In der Nähe von den Laserfallen, wo der Tresor ist, da gab es ein gelbes Feld. Ach so, ich sehe da nämlich nichts bei mir, deswegen. Okay, ich meine, dass ich das gesehen hätte. Müssen wir gleich nochmal hin. Guck da nochmal. Hm? Der kommt aber jetzt, ne? Ja. Aber ich sehe es hier gar nicht. Komisch. Oder ich habe mich eben verguckt, aber glaube ich nicht. Ja, aber... Oh, warte. Was ist denn das? Die Tür geht immer wieder auf, wenn ich hier irgendwas... Geh raus. Oh. Mal gucken. Also da ist... Vorsicht, in der Mitte ist gleich so ein Laserding. Direkt da eine... Ja, du musst da hingehen, ich sehe es nicht. Ah, okay. Ja, wir gehen nochmal zum Tresor. Ja, warte. Geh nochmal raus, oder? Ich weiß nicht, ob der das spottet. Das sehen wir ja gleich. Aber sind da jetzt irgendwelche anderen Fallen noch? Ja, genau da vor dir in der Mitte. Okay, also muss ich rechts vorbei. Dahin. Genau. Oh, spannend. Nee, der guckt nicht hoch. Ganz raus. Genau, und jetzt gerade hoch. Perfekt. Jetzt sind keine Fallen mehr da. So. Jetzt kann man so machen. Jetzt muss ich aber wieder zurück, ne? Warum zurück? Ja, der sieht mich doch nein, hier. Der guckt nicht. Der Sichtkegel ist da nicht. Das habe ich dir zum fünften Mal schon erklärt. Das ist aber unrealistisch. Jetzt knack den Tresor. Okay, sehr unrealistisch, aber gut. Uhrzeigersinn? Gegen Uhrzeigersinn. Gegen, okay. Stopp. Gegen Uhrzeigersinn. Stopp. Gegen Uhrzeigersinn. Alter, schreit er mich an. Stopp. Ist offen. Ja, bin ich froh, wenn du yes. Kuh geschafft ist. Nehme ich ja. Nie wieder mit dir zusammen. 12 Minuten, ja komm, so schlimm war es nicht. So, ja. Das ist Do You Copy. Kann man sehr gut ragen in dem Spiel, wenn der Partner nicht macht, was man einen sagt. Ja. Ja, wir wollen jetzt auch nicht zu viel zeigen, ne? Soll ja eigentlich nur mal kurz den Leuten zeigen, wie das hier funktioniert. Und wäre es auch blöd, wenn wir alle Chapter hier zeigen. So ist es. Ich finde es mal was anderes, ne? Da können wirklich, man kann ja auch ungefähr in einem Raum sein und das direkt dann machen und ohne auf den Bildschirm zu gucken, ne? Das geht natürlich auch. Man muss jetzt natürlich nicht über Discord kommunizieren oder so, ne? Das geht natürlich auch so anders. Jetzt war es cooler, als wo ich es gestern, wo wir es über Bildschirm gemacht haben. Weil so musstest du jetzt erklären, wo kommt das Kabel hin, Genau, du musst wirklich alles erklären, was sieht derjenige in VR, ne? Und der Hacker muss natürlich dann versuchen, das zu einzuhacken in sein Handy. Ja, hat was, ne? Ja. Ist das nicht ungefähr so wie das dieses Bombenspiel, wie hieß das? Wo einer in VR war vor einer Bombe und alle anderen mussten... Ja. Ich komme aber auch nicht genau auf den Namen. Haben wir aber damals mit dem VR-Pack gezockt. Das war eigentlich auch ganz witzig. Ja,
Was sagt ihr zum Game? Do You Copy? Kostet aktuell, ist es im Angebot, ich weiß nur nicht wie lange, 5,24 €, war glaube ich irgendwie 50% runtergesetzt, glaube ich. Und ja, normal kostet es 10 €. Die Handy-App ist umsonst und die, ja, die Mac-App natürlich auch. Muss man dann also nicht extra kaufen, ist natürlich auch cool. Ich finde es ganz gut gemacht. Der Chris mag den Grafikstil nicht von diesem Game, ne? Das muss man natürlich auch nochmal sagen. Hat diesen ganz speziellen, Acid-Look, Minecraft-Look, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Hat auf jeden Fall noch einen bestimmten Namen. Ich finde es jetzt nicht schlecht, besonders für das Game jetzt hier. Da geht es ja mehr so um den Spaß, ne? Dass die Leute sich eventuell dann auch anschreien, weil er nicht verstanden hat, ne? Wie ich gerade laufe und dann bin ich nochmal stehen geblieben. Ja, Leute. Das ist schon cool. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schaut auf jeden Fall auch nochmal beim Chris Reality rein. Unten in der Beschreibung ist ein Link. Und ja, lasst ihm doch ein Abo da. Und ja. Dankeschön fürs Zuschauen. Like nicht vergessen, Abo-Button drücken und bis zum nächsten Mal. Ciao.